Meine Damen und Herren, der nächste Gast und Kabarettist ist wirklich schwer erziehbar. In ihm steckt so vieles, ein Benzinbruder, ein Atompilz, ein Herr Breitfuß, so vieles. Mittlerweile auch ein Gärtner und ein Gesellschaftsmanner. Ich schätze ihn sehr, weil er so vielfältig ist. Begrüßen Sie mit mir Roland Thüringer. Ja, herzlichen Dank. Bevor wir jetzt uns über Erziehung den Kopf zerbrechen sollten miteinander, muss man mal eine grundsätzliche Frage klären. Was ist denn eigentlich Intelligenz? Was ist Intelligenz? Das ist eine schwere Frage, gell? Ist Intelligenz praktisch das Gegenteil von Blödheit? Meinungen? Nein. Nein, okay. Das heißt also, Intelligenz ist nicht das Gegenteil von Blödheit, sondern Intelligenz ist vielleicht die Abwesenheit von Blödheit. Ist das okay? Gut. Ist jetzt Blödheit die Abwesenheit von Intelligenz? Jetzt wird es schon sehr, sehr kompliziert. Für eine Fernsehsendung. Blödheit ist eigentlich die Tatsache, dass man seine Intelligenz nicht benutzt. Oder? Genau. Und das bitte sollte uns allen, wie wir jetzt da sitzen und auch zu Hause am Fernsehgerät, furchtbar viel Hoffnung und Mut machen. Weil wir sind alle furchtbar intelligent. Jeder von uns. Wir kommen als intelligente Lebewesen auf die Welt. Wir sind eine Horde von intelligenten Zellen. Ja, wir haben ein furchtbar intelligentes Gehirn. Wahrscheinlich sind die intelligenteste Gehirn von allen auf diesem Planeten. Behaupten wir. Nur das Problem ist, dass in dieses furchtbar intelligente Gehirn sehr, sehr früh hineingeschissen wird, auch sehr kräftig. Daher kommt ja auch der aus der Neurobiologie so bekannte Ausdruck, die haben so a-faced ins Hirn hineingeschissen. Die Betonung liegt dabei immer auf a-faced ins Hirn hineingeschissen, weil wir haben es eh auch schon hineingeschissen. Das ist etwas, das verbindet, ja, das verbrüdert, da kann man dann drauf trinken, wenn man zum Beispiel Lust hat. Und das, was aber Intelligenz nicht ist, und das ist immer viel leichter zu sagen, was es nicht ist, was Intelligenz nicht ist, ist erwünscht. Weil Intelligenz, die hat ganz, ganz furchtbare Eigenschaften. Intelligenz ist rebellisch, ja? Intelligenz stellt Fragen, Intelligenz scheißt auf Verbote. Das heißt, man tut sich in der Wirklichkeit, in der wir alle leben, mit Intelligenz nichts Gutes. Und genau aus dem Grund sind die ersten Intelligenzvernichter immer die Erziehungsberechtigten. Weil sie gut mit uns meinen. Weil die einfach wollen, dass man es einmal zu was bringt. Und zu was soll man es bringen? Zu mehr. Zumindest zu mehr als die Eltern. Das ist oft nicht viel, aber... Es ist schon einmal mehr. Ja, mehr Schulden, mehr Stress, mehr Streitereien, mehr Konflikte und vor allen Dingen mehr chronische Krankheiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist nicht eine Lüge, dass unsere Kinder ständig mehr brauchen? Mehr Schlaf zum Beispiel. Wir zwingen die Kinder dazu, dass sie früh ins Bett gehen. Warum? Ja, weil sie früh aufstehen müssen, brauche ich nicht warum fragen, nicht? Ja, aber warum? Ja, was warum? Weil ich auch früh aufstehen muss, deswegen. Genau deswegen, ja, weil die in die Schule müssen, weil sie ja was lernen müssen. Nur jetzt ganz ehrlich, wodurch lernt man? Erfahrung. Erfahrung, hey, bingo, das ist der springende Punkt. Wir lernen durch Erfahrung, weil jede Erfahrung, die wir irgendwann im Leben machen, ist eine Erkenntnis. Und das hat jeder an sich selber schon mal beobachten dürfen. Wenn man als junger Mensch irgendwann einmal eine Torheit begangen hat, ja, jetzt sage ich zum Beispiel, mit Drogen experimentiert hat. Und ich glaube, da können wir uns alle ein bisschen bei der Nase nehmen, oder? Alkohol zumindest, weil sie gerade da so softig anziehen. Wobei Alkohol, muss ich fairerweise sagen, ist keine Droge. Alkohol ist keine Droge, ist ein Narkotikum. Es ist keine Droge. Alkohol ist, das ist legal. Muss man sagen, erstens einmal, dann ist ja Alkohol, das hat ja was mit gesellschaftlich, das ist ja, das hat ja mit sozialer und das hat ja gegen einen Durst oder so, wenn man, nicht? Genau. Und ich habe das auch probiert. Also mein erster Feuerrausch, wo ich komplett, wie ich weggeräumt habe, war mit Ribisselwein.
Ja, ja, wie es da noch ein Liter A dabei geht, brauche ich, glaube ich, niemanden jetzt erzählen. Ich habe mir den ganzen Riebisselwein dann am nächsten Tag noch mal ganz, ganz langsam durch den Kopf gehen lassen müssen. Ich bin am Häusl gehängt, über der Muschel, mir ist wirklich schlecht gegangen. Ja. Aber wirklich schlecht. Also ich wollte versterben am WC. So dreckig ist mir da gegangen. Und wenn du diese Erfahrung machst, als heranwachsendes Individuum, ja, wenn du merkst, was Alkohol eigentlich aus dir macht, was dann nachher für Entgiftungsvorgänge passieren, wie die Organe dabei geschädigt werden, dann wirst du logischerweise nie wieder in deinem Leben Alkohol zu dir nehmen. Weil Erfahrung ist eben Erkenntnis. Das war wahrscheinlich so, wenn wir Neandertaler wären. Ja, oder Fadenwürmer zum Beispiel. Nachdem wir aber diese weisen Menschen sind, schaltet sich bei uns der Verstand ein. Und der sagt dann zu uns, das muss gehen. Und dann probiert man das. Oft ein Leben lang, das geht aber nie, letztendlich. Und weil eben dieses Erfahrungs- und Erkenntnisprinzip bei uns nicht mehr so gut funktioniert, haben wir jetzt ein Instrument erfunden, sozusagen, das dem heranwachsenden Kind an die eigenen Erfahrungen erspart. Nämlich die Erziehung. Oder sagen wir, die Bildung. Wir haben sogar ein eigenes System. Ja, das Bildungssystem. Ja. Nur, das heißt zwar Bildungssystem, es ist aber kein Bildungssystem, das ist ein Ausbildungssystem. Und das ist ganz was anderes. Weil, wie der Name schon sagt, ist ab dem Zeitpunkt aus mit der Bildung. Ja. In dem Moment ist es aus mit der Bildung und es beginnt das Abrichten von Systemidioten. Stimmvieh, ja, Arbeitssklaven. Also bitte, falls Sie Kinder haben, und ich nehme an, dass wir einige von Ihren Kindern haben, ja, wenn die von der Schule heimkommen, sag's nicht den selben Schaß, den wir schon gehört haben. So Sachen wie, hast du aufpasst? Was brav in der Schule? Habt ihr das jetzt gelernt? Zuerst die Hausaufgabe, gell? Zuerst Arbeit, dann das Spiel, gell? Musst du merken fürs Leben. Bitte nicht! Bitte! Sag ganz einfach, und das Kind heimkommt von der Schule, und hast du heute gute Fragen gestellt? Das. Ja! Und das große Problem ist, dass es dort keinen Menschen gibt, der gute Fragen beantworten könnte. Nicht deswegen, weil Lehrer blöd sind. Nein, überhaupt nicht. Weil gute Fragen nicht im Lehrplan stehen und die Lehrer eben dazu angehalten werden, dass sie Fächer unterrichten anstatt Menschen. Das ist das Problem. Und wenn man dann ganz, ganz lange in diesem Ausbildungssystem drinnen steckt, kann man sicher sein, dass es irgendwann einmal vorbei ist mit der Intelligenz. Dann ist man im besten Fall mit viel Glück ein Intellektueller. Das ist ganz was anderes. Ja, weil intellektuell zu sein, heißt nichts anderes, wie durch wahnsinnig viel Wissen, also nachplappern von fremden Meinungen, von fremdem Wissen, Intelligenz vorzutäuschen. Dass keiner merkt, dass man eigentlich ziemlich... Wirklich, es gibt Leute, die sprechen 6 Sprachen, das ist beeindruckend. Die sprechen fließend 6 Sprachen, sind aber in 6 Sprachen einfach deppert wie ein Star. Und das nutzt nichts. Und... Und für den Rest von uns allen, weil ich gehe davon aus, dass wir nicht Intellektuellen sind, weil die Intellektuellen haben Sicherheit schon noch willkommen in Österreich gehört hat, aber für den Rest von uns ist die Ausbildung und die Erziehung, die wir genossen haben, nichts anderes wie ein daran gewöhnen ans Hamsterrad. Schau, so wird es einmal sein, dass der Hamster dann brav läuft, weil er nämlich eine eigene Wahrnehmung hat vom Hamsterrad. Das schaut mir von ihnen aus wie eine Karriereleiter, da geht es immer bergauf. Na, pass auf, doch. Und er rennt. Und merkt aber dabei nicht, dass er derjenige ist, der das Rad antreibt. Da rennt kein Elektromotor, der rennt selber. Und das Einzige, was den Hamster stoppen kann, das ist das Leben. Das Leben, was in uns fließt, das Leben, das wir eigentlich sind, nicht was wir haben, das Leben, was wir sind. Und die einzige Möglichkeit, um sich dem Hamster zu offenbaren, ist dann die Krankheit. Schau, der blöd nicht ist, aber okay, ist ja eh nicht gut. Burnout. Herzkasperl, Stress. Chronische Krankheiten mit Sicherheit. Und da gibt es nur eine Frage. Ist das intelligent?